Basistraining. Also ich muss erstmal Hi Leute, wir sind David und Kollegen. Und in der Kampfzentrale. Wir nehmen Luigi mit. Peach mit. Luigi, der sieht kompetenter aus. Ja, sieht kompetenter aus als wieder mit Luigi. Außerdem hat, guck, Luigi hat eine Präzisionswaffe. Ah ja. Was auch immer der Unterschied zu einem Warbit ist. Luigi ist Präzision, also Sniper. Y, die Fertigkeiten. Cool. Kugeln, komische Dingkugeln haben wir überhaupt keine. Hey, cool. Das können wir holen. Ich will es haben. Gib mir. Verfolgt ein Gegner. Yo. Wächter. Jetzt haben wir irgendeine Wächter. Lel. Ja, das dachte ich mir auch. Mario. Ein Hammer. Alles andere kostet. Oh, nee. Ein Stampfsprung. Ja. Hört sich besser als ein Hammer an. Gut. Warte mal. Nee. Peach hat noch 10 frei. 10 Punkte. So. Bei Peach ist alles scheiß teuer. Hey, heilen. Das könnte ein Healer werden. Ja, ist gut. Ist gut, gut, gut. Easier Knusper. So. Dann gehen wir mit B zurück. Und Waffenauswahl. Oh, jetzt wird eingekauft. Nee, nicht für Luigi. Tintenschaden, Sprungschaden. Ja, cool. Panik und Verwirrung beim Gegner finde ich gut. Kaufe ich. Ja, ausgerüstet wird. Sekundär. Ist der Wächter, oder? Ist das dieses Wächter-Ding? Ja. Cool. Nicht die Auswahl, Waffenauswahl. Peach. Der Puzzleteilchenbeschleuniger. Dingens. Stoßschaden. Das ist awesome. Bienenblaster, Honig. Honig oder Stoß? Ich Honig. Ein Stoß ist viel besser. Ein Stoß. Also finde ich jetzt. Honig hab ich noch nie gesehen, weil noch keine einzige Superfähigkeit ausgelöst worden ist. Und wir können eine dritte Waffe für Mario kaufen. So. Pulsierende Folge mächtiger Projektile in diesem Annihilator. Gut, ist auf jeden Fall die oder die. Honig oder nicht Honig? Honig oder nicht Honig? Okay, ich mach noch einmal Honig. Ah, ich will nochmal das probieren. Scheiße. Ja. Gut. Dann soll es in der Kommandozentrale gewesen sein. Wir haben ein neues Teammitglied, sind gut ausgerüstet. Haben endlich einen Sniper. Doch schön, das ist so eine Art unterschiedliche Klassenordnung. Was gab es zu beobachten? Ah, zwei dumme Rabbits. Ja. Ach, die habe ich gar nicht gesehen, so normal. Müssen Knöpfe finden. So, wo ist der Knopf? Wo ist irgendein Knopf? Ah, grüner Knopf. Kanone. Die bringt uns jetzt so ein Ding. Und
Was? Oh, scheiße. Was ist das? Kann ich mich wegporten, Demon? Gute Frage. Gute Frage, was das macht. Für mich sieht es so aus, als würde es nichts machen. Nix. Hä? Ich komme also nirgendwo weiter bisher. Oder was kann man hier auf diesen Hügeln machen? Eine gute Frage, was man auf diesen Hügeln machen kann. Was das ist. Achso, alle können sie nicht runter. Okay. Wir brauchen irgendeinen Sonnenknopf. Oh, das ist. Cool, jetzt löst sich alles. Die drei. Ja, irgendwie lustig. So, und da drunter. Und mit dem Runden kommen wir da durch. Und was wir genau hier machen können, ist eine gute Frage. Okay, hä? Okay. Aber wo das noch bedeutet, wir kommen hier drüben. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Aber es ist, was abgeht. Komm, rote Münze, komm. Ah, das schaffe ich nicht. Dann nochmal nach hinten. So, die erste. Zweite. Drei. Die vierte. So, jetzt sollten wir alle kriegen. Das sollte funktionieren. Hier keine mehr. Hier noch auf der anderen Seite. Oh nein. Schon wieder übersehen. Gut, aber jetzt weiß ich, wo alle sind. Jetzt sollte es funktionieren. Ein da. Zweiter da. Dritter hier. Nochmal sich das Ganze für etwas wie eine goldene Truhe gelohnt. Cool. Und was kriegen wir? Bitte irgendwas Cooles. Ja, eine neue Waffe. Lel. Der Bowser-Klopper. Ja, immer auf Bowser. Immer auf die armen Meerestiere. Ja. Oder ist ein Meerestier? Weiß nicht, ist eine Schildkröte. Vielleicht eine Wasserschildkröte. Wer weiß, wer weiß. Gut, Battle. Jetzt können wir endlich mal gucken, was Luigi so drauf hat. Besiege alle Gegner. Die haben High Ground.
Diese Kackskinder. Kämpfen. Ne, ich will mal Luigi gucken. Was ist das für ein Wächter? Gut, dann kommt der Wächter. Zum Einsatz. Yo, der ist ja einfach mal explodiert. Ach du Kacke, Luigi. Ja, was ist seine Fähigkeit? Hat er auch? Eisenblick. Cool. Finde ich cool. Ist cool. Nein, Luigi, du bleibst hinten. Du bist ein Scharfschütze, aber nicht Peach. Und wenn Peach das macht, kommt Peach weiter. Aber auch nicht viel weiter. Bedingt weiter. Ja, gut, dann nochmal zurück. Wenn Peach es auf Mario macht. Und dann mal schießen. Und am besten mal ihr Schild aktivieren, weil wir die anderen Gegner noch alle auf Highground haben. Und die vermutlich richtig nervig werden. Gut, dann hoffe ich mal, dass ihr jetzt mal crittet. Das wäre echt was Gutes. Oh, kein Crit. Nie! Irgendein Crit. Gut, Eisenblick. Und Luigi kann sich noch bewegen. Würde ich mal sagen, geht Luigi da doch davor. Und aktiviert seinen Eisenblick. Eisernen Blick. Ich weiß zwar nicht, was er macht, aber wenn er sich jetzt irgendwie... Okay, er könnte schießen. Jetzt bewegt er sich. Not good. Ja, nicht gut für ihn, aber gut für uns. Und er springt uns auf die Pelle. Nur Chancen. Aber er zerstört den Stein ein bisschen. Und er kommt sogar runter. Eiserner Blick, aber... da gibt es 21 Schaden. Luigi. Oh Gott. Nehmen wir mal auf Luigi bitte. Hey, cool. Dann darf Luigi jetzt erstmal jemanden rausnehmen. Ich bin enttäuscht von dir als Sniper. Ernsthaft, Luigi. Das war schwach. Richtig schwach. Schwache Leistung. Ich könnte hier in... Ne, das ist der Bounce-Typ. Ah, fuck. So. Mach ich erst mal Mario. Mario rammt ihn. Ich geh zurück zu Peach. Oh, no. Gut, also hier ist der Plan. Peach steht da. Hier. Oder auch nicht. Oh, das ist nicht gut. Ich will Peach nicht opfern, ich will aber diesen unglaublichen Move machen. So, wenn ich ihn gerammt habe, wie weit darf ich noch gehen? Oh, bis dahinter. Aber wenn ich bis dahinter gehe, komme ich dann wieder bis davor. Das ist eine gute Frage. Nee, also. Hit. Oh, das geht nicht mehr bis ganz zu ihm. Super cool für einen einzigen Ablauf, der genau jetzt irgendwie sinnlos war.
traurig, aber wohl. Feuerball. Aber Luigi kommt jetzt von hier zu da. Und ist der Feind dran? Oder? Nee. Also ist doch der Feind dran. Oh Gott, der hat ein paar Leute da oben. Was macht der denn jetzt? Oh doch, scheiße, Mario flinken. Ja, der flinkt Mario. Der versucht das. Warum schießt der nicht auf Luigi? Intelligenz ist eine rare Ressource, meine Freunde. Sehr rar. Oh, das ist awesome. Ne, gut, dann zerstöre ich den, indem ich ihn ramme, zurückgehe und oh, das geht nicht. Okay, das geht nicht, leider. Aber ihm auf den Deckel springen macht definitiv mehr Schaden. Außerdem kann man wieder irgendwo hin zurück. Bumm. Hi! Wie er ihn jetzt anguckt. Und tschüss. Ja, Wächter Jagin. Roll in dir, Bürger Junge. Cool. Headshot. Ich könnte ihn. Ja, downen. Cool, cool. Da kriegt er eine Raserei und wir sind sicher. Von den letzten Teamkollegen. Gut, letzter Teamkollege von denen. Kann Mario flanken, habe ich nicht bedacht. Trifft aber nicht. So ein Opfer. Jetzt versuche ich ihn mit Luigi zu snipen. Because I am awesome. Okay. Okay. Wo ist er denn überhaupt da oben? Ach da, hoch da. Ne. Dann geht jetzt die dahin. Kann versuchen, ihn zu treffen. Beschädigt aber einfach mal die Verteidigung. Schild an. Und Mario. Ja, reicht. Aber nicht ganz. Aber nicht ganz, meine Freunde. So, man kann Luigi sich noch bewegen. Ja, Luigi kann sich noch bewegen. Gut, damit sieht das doch mehr als awesome aus. Dann war's das mit der Runde. Gut, wir springen hier, wir springen da. Und geben ihm aus nächster Nähe einen Schock. Arme Sau. Und mit Luigi machen wir das gleiche. Der landet auch hier direkt. Ne, wir machen so. Jetzt auf hier landen. Und darf mir jetzt von da aus einen Schuss mit einer riesen Sniper geben. 40 Schaden. Gut, dann wär's das. Alle Gegner besiegt, relativ schnell. 4 von 6 Zügen. Gut. Die Fortschritte habe ich gespeichert. Und weiter geht's. Das war doch ein ganz guter Tag. Cooler Kampf.
Auch wenn ich ganz schön oft immer getroffen werde, das werde ich ändern. Oh, geil. So viele Münzen. Wenn überall in der Welt so viel Geld liegen würde. Bosskampf. Überall in der Welt so viel Geld liegen würde, wäre das ganz schön geil. Ja, das ist mit dem Hund. Ist dein Kettenhund. Ach, no shit, Sherlock. Im Moment mag er schlafen, aber sobald unsere Anwesenheit ist, macht er auch uns zu beißen. Cool. Gut, gut, gut. Also wir dürfen nicht näher als die Feinde am Kettenhund sein. Der Feind. So, das heißt, wir greifen ihn an. Und wir gehen danach am besten mal dahin. Nee. Dann bleiben wir gleich da. Ja. Gut. Jetzt nehme ich dann hier einen Shot. Und die Sicht aktivieren. Er macht das gleiche. Und auch wenn er. Aber er geht danach wieder da. Nee, er geht dahinter. Der Typ ist Beißziel. Wenn ich Luigi da hinstelle, ist Luigi Beißziel. Dann stelle ich mal Luigi hier an die Ecke. Aha. Somit verletze ich auch Luigi, ne? Ja. Dann kriegt er einen Sniper-Shot auf nächster Nähe. Och du Scheiße, kritisch Tinte. Das gefällt mir nicht. Aber weil er jetzt Tinte im Gesicht hat, könnte es sein, dass er panisch rumrennt und Luigi vor ihm ist. Oh shit. Oh shit, no shit. Gut, der Hund wird das registrieren, aber es wird ihn wirklich mitkönnen. Oder wie? Habe ich das zu verstehen? Peach? Ist da mit Sicherheit? Dann schießt Peach ihn ab. Und Schutzblase. Gut, dann gucken wir mal, was passiert. Kettenhund ist dran. Kettenhund beißt den Typen tot. Grausam. Grausam, grausam. Luigi hat's gesehen. Luigi gibt ihm einen Shot. Luigi wird 50. Ach, wird nicht getroffen. Easy. Ah, Mann. Er will weg. Das war doch gut. Genau. Weil diese coole Art. Weil dieses coole Dingens erst ausgelöst wird, wenn ich. Oh nein, ich muss Luigi da wegkriegen. Luigi da weg. Oh Gott, nein. Nicht gut. Gut. Nicht gut. Also Luigi ist gerade Kettenhundziel. Ich bring Peach mal dahinter. Das ist irgendwie der beste Spot gerade. Dann gebe ich den Schuss. Ne, Luigi muss da weg. Oh nein. So greift er Mario an. Okay. Aber was? Jo. No. Jo. Kann ich den Wächter vorschicken? Ja, kann ich. So geht er wieder auf Luigi. Luigi, ach man. Menschen, Luigi.
Marios Beißziel. Ja, aber jetzt ist Mario Beißziel. Hier ist Mario nicht mehr Beißziel. Das ist das Beißziel. Ah, nobody cares also. Okay, cool. Dann wäre es cool, wenn der jetzt raus ist. Gut, dann ist der jetzt raus. Bitte geh auf den Jumper. Kettenhund. Ja. He's going on a trip. Aber er kommt nicht so weit. Irgendwie behindert. Ja, toll, kannst du mich flanken. Jetzt bist du am Arsch, weil der Kettenhund macht fucking 75 Schaden. Als ob. Sie sind zwar gut im Flanken, aber... irgendwie dumm. As fuck. Dann würde ich sagen, zerstöre ich den hier mal. Wir müssen ihn nur töten, dann... der andere wird eigentlich vom... cool! Jetzt sind zweimal in der Runde, wurde das aktiviert jetzt. Verdammt, ich hätte Raserei machen können. Oh, ich vergesse was immer wieder. Ich krieg die Krise. Luigi. Töte ihn. Komm, Luigi. Crit. Crit Tinte. Tu es, Luigi. Du hast mich enttäuscht. Genau wie Peach mich enttäuscht hat. Böser Kettenhund. Nein. Mario lebt noch. Mario lebte noch. Ah ne, er greift Peach an. Gut. Dann ist ja alles gut. Ach nein, ist es nicht. Ich stelle es einfach dahin, weil ich es kann. Und du kriegst den Wächter. Immer noch das Beste, was es gibt. Der Wächter. Aber hey. Perfekt, 4 von 5 Züge. Alle geheilt. Und weiter geht's. Kettenhund. Coole Mechanik mit dem Kettenhund. Aber das mit Rabbit Peach war halt nicht wirklich gut. Ja, genau. Sie hat einfach aus dem Weg geschlagen, damit er Mario beißt. Mann. Es fördert Aggressionen. Wohin schießt du mich jetzt? Okay. Dann schieß mich mal. Da ist irgendwas. Das erforsche ich mal. Was ist das denn? Ja. Ah, stimmt. Das ist, da gibt es immer so ein Minispiel an der einen Seite. Gut. Weil so wird das nichts. Erstmal den Schatz holen. Ja, oh Gott, noch wieder ein Gegenstand. Schön, schön, schön. Schön, 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 schön.
Da wieder mal drüber feuern. Dann drehe ich die Brücke. Hier klicken, dann geht die Brücke darüber. Wir gehen rüber. Und über die Hauptkanone wieder auf den Steg da drüben. Cool. Und geschafft. Rätsel gelöst. War ein schönes Rätsel. Zwar kein großes oder schwieriges, war ein schönes Rätsel. Und da ist eine Rabbit-Statue. Läuft. Und überall sind unfertige Brücken. Überall. Ist nochmal interessant. Weiter geht's im nächsten Part. Und ganz kurz, falls ihr euch wundert, weil die ersten Parte gingen nur 14 Minuten sowas lang und jetzt wird's immer länger. Die letzten beiden Parte nehmen wir über eine halbe Stunde. Liegt schlecht weg daran, umso länger die Schlachten werden, umso komplizierter, umso länger dauert es auch, sie logisch auszukundschaften, umso länger dauern die Dementsprechend auch. Wir haben gesagt, einfach pro Part ungefähr eine Schlacht. Der ist einfach die längere Spiellänge. Und jetzt werden wir beobachtet von... einem Stalker. Ja. In der Tat... oh, der! Normal. Gut. Wir wurden also beobachtet von dem jetzt, oder? Was aber eigentlich keinen Sinn machen würde, weil eine Linse kleiner ist als die andere. So, gut, Welt 1-7. Heißt, wir dürfen jetzt ins Battle schießen. Richtig. Das machen wir eigentlich erst im nächsten Part, my friends. Also dann. Weshalb ich sage, danke fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Ganz genau, abonnieren ciao. Und liken nicht vergessen. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.